Also mein Name ist Bettina Sucher-Freinberger und ich bin beim Institut für angewandte Kreativität und in dieser Tätigkeit entwickle ich die Einstellung von Führungspersönlichkeiten und auch von Verkäufern. Sie sehen das da auch an der Wand. Das heißt, es geht um Training, um Coaching und auch um Consulting. Und der IHK hat eine ganz besondere Entdeckung gemacht. Gegründet wurde das 1969 in Köln, ist mittlerweile in ganz Europa tätig, zum Teil aber auch in Südamerika und in Amerika. Und wie man begonnen hat, in den 70er Jahren klassische Kreativitätsseminare zu machen, sind die Trainer damals etwas abgewichen vom Programm und haben gemerkt, dass diese Abweichung viel interessanter für die Menschen ist als das, was Plan war. Und aus dieser Sache heraus haben sie das berühmteste Seminar des IHK kreiert, das Theta-Seminar. Theta ist ein Kürzel für total entspannt und total aktiv zur gleichen Zeit. Das heißt, dieses Seminar hat jetzt eine Entwicklungsreise hinter sich von über 40 Jahren und arbeitet an der Einstellung der Menschen. Das bedeutet, wir arbeiten auf Basis von Gehirnforschung. Also wir sind hier völlig frei von Religion, Kultur, Herkunft oder Überzeugungen, weil die Gehirnforschung sozusagen einen gewissen Ruhezustand herstellt und wo wir anhand von Beweisen auch Übungen machen, um erkennen zu können, welche innere Haltung nützt und welche behindert. Und die Teilnehmer in diesem Seminar sind Führungskräfte, Unternehmer, Selbstständige, auch Vorstände. Und wenn die dann da sind, dann sagen die meisten, das ist nicht nur für uns, das ist auch für alle meine Mitarbeiter. Meine Frau muss kommen, mein Mann muss kommen, meine Kinder müssen her. Und jetzt natürlich in diesen 4 Tagen, so lange dauert das, erlebt es jeder Teilnehmer ganz anders. Weil jeder bringt eine andere Situation mit, hat ein unterschiedliches Alter, ist Mann oder Frau, je nachdem. Und in diesen 4 Tagen wird anhand von Erleben etwas verbessert, nämlich die innere Haltung zum Leben. Man hat in der Gehirnforschung festgestellt, dass um die 85% des Erfolgs, ganz egal was das ist, erfolgreiche Familie, glückliches Leben, erfolgreichen Job, guter Leader sein, eine gute Führungskraft sein, dass das zu 85% in der Einstellung liegt, nicht in den Fertigkeiten, die man dabei gelernt hat. Und wenn da drinnen in 85% sehr viele Dinge liegen, die einen behindern, dann weiß man das gar nicht. Das ist einem nicht bewusst. Und hier kann man das aber diskret, verdeckt für jeden persönlich sichtbar machen, um es in diesen 4 Tagen zu transformieren. Und wenn man dann fragt hinterher, was hat sich für dich geändert, sagen viele Leute fast alles in positiver Sicht. Also das heißt soziale Kontakte, Freundschaften, der Streit mit der Schwiegermutter oder mit dem Chef oder auch Ärger mit Mitarbeitern, Verwandtschaftsverhältnisse verbessern sich dramatisch, weil das nicht darin liegt, was man da tun kann, sondern was sich in jedem selbst ändert. Das Gute für die Teilnehmer zu wissen ist, ich sage niemandem, was richtig ist und was falsch ist, sondern ich biete nur eine Rahmenbedingung und in dieser Rahmenbedingung kann dann jeder für sich selbst das entwickeln, was er entwickeln möchte. Und darum ist das auch so angenehm, dass da niemand vorne steht und sagt, mach das, dann ist es richtig, sondern das kann jeder für sich selber entdecken. Dieses Theta-Seminar hat zurzeit 2 Teile. Der erste Teil dauert 4 Tage, der zweite Teil dauert 4 Tage und ist aufbauend aufeinander abgestimmt. Und ja, wir sind gerade da in der Vorbereitung für den zweiten Teil. Die Teilnehmer sind schon unten. Wir haben kleine Gruppen zwischen 6 und 12 Personen, die hier in ein offenes Seminar kommen. Offen bedeutet, hier können Einzelpersonen teilnehmen. Wenn aber dann ein Unternehmer sagt, ich möchte das auch exklusiv nur für meine Mitarbeiter haben, dann können wir das auch veranstalten. Das IHK ist aufgebaut auf 3 Säulen, das heißt auf dem Bereich Ich. Ich bedeutet Leadership, Führung, Führungskompetenz, aber nicht im Führungsverhalten. Schau so, mach so oder sag das, sondern da geht es um die Einstellung, die ich jemandem mitgebe, wie er Leute führen kann.
damit das funktioniert. Nämlich dann, wenn es darauf ankommt. Der zweite Bereich ist das Wir oder das Du. Das bedeutet, da geht es um Teams, Teambuildings, um Zusammenwachsen, aber auch von Familien, nicht nur von Unternehmen. Und dabei geht es aber auch um den Bereich Verkauf. Wie kann ich besser verkaufen? Verkaufen, aber wie kann ich jemandem etwas so bieten, dass der mehr davon hat? Nicht jemanden über den Tisch ziehen, das ist kein Verkaufen. Und aber auch die Kunst der Verhandlung, weil Verhandeln und Verkaufen sind zwei verschiedene Dinge. Ja. Und der dritte Bereich ist die Kreativität. Kreativität kommt in diesem Sinn jetzt zum Schluss, also das heißt aufbauend auf die ersten beiden, wo man dann hergeht und sagt, wir stehen so erfolgreich im Unternehmen da, es kommt die Zeit, wo es vielleicht nicht mehr so ist, was können wir an Kreativität jetzt entwickeln, um dann, wie gesagt, sozusagen ins nächste Jahr oder ins neue Jahrzehnt oder sogar Jahrhundert gehen zu können. Und darauf aufbauend, wie gesagt, arbeitet das IHK. Als Geschäftsfrau mit ihrem Mann mit hierher gekommen sind, wie zum Beispiel eine Dame aus Wien, die einen Hammam hier betreibt, dann hat der Begriff Hammam für jemanden, der daherkommt, eine ganz eigene Bedeutung. Für den Österreicher ist es was ganz anderes. Das ist ein Spa, da geht man hin, man lässt sich massieren, Hauptsache es wird nicht gesprochen und dann geht man wieder weg. Also das heißt, es treffen zwei unterschiedliche Ideen und Überzeugungen aufeinander. Der eine möchte gerne netzwerken, der andere will aber in Ruhe gelassen werden. So, und dann fragt man sich an einer bestimmten Stelle, war das jetzt richtig, dass ich das tue? Das heißt, die Bedeutung in diesem Seminar ist unterschiedliche Denkweisen, Handlungsweisen, ja, auch zusammenführen zu können, Verständnis dafür zu entwickeln, um danach wirklich und ganz echt mit anderen Menschen, auch wenn sie nur Österreicher sind, die müssen nicht also von woanders kommen, aber wenn es auch so ist, dass man da eine andere Basis der Kommunikation hat, die wirklich von Herzen kommt und die eine Sprache spricht, wo man sich trifft, wo man einander versteht und aber auch verstanden werden kann. Dadurch sind schon einige Ehen gerettet worden, Arbeitsplätze und Firmen gerettet worden, weil man in diesen Tagen eben, wie gesagt, aufgrund des Erlebens etwas erkennt, was nur mit dem Verstand alleine nicht machbar ist. Ja, die Leute, die da teilnehmen, die kennen sich zum Teil nicht. Zum Teil schon, zum Teil nicht. Aber da ergeben sich auch richtig schöne Freundschaften dadurch. Und die auch gehalten werden über einen sehr langen Zeitrahmen. Das heißt, im Entwicklungsbereich, im Training bin ich seit 15 Jahren tätig. Für das IHK ist es jetzt das sechste Jahr. Und pro Jahr nehmen insgesamt an meinen Seminaren ca. 1500 bis 2000 Leute teil. Und die Erfahrung ist, dass sich aufgrund dieser Kontakte Freundschaften entwickeln. Manche haben sich sogar schon verliebt. Andere wiederum haben Geschäftsbeziehungen, also das heißt Lieferanten-Kundenbeziehungen geschlossen und sind aber danach permanent weiterhin in Kontakt und aber auch erfolgreich tätig. Der dramatische Unterschied ist das Erleben. Jetzt kann man im Vorfeld sich nichts vorstellen, was bedeutet erleben. Aber ich habe ein Beispiel dazu. Stellen Sie sich vor, Sie kennen Kaffee als Getränk nicht. Und ich komme jetzt zu Ihnen und sage, ich habe in einer Tasse schwarzes, heißes, schäumendes Wasser und es riecht unbeschreiblich. Kaffee können Sie nicht beschreiben. Dann würden Sie vielleicht als Tester in die Tasse hineinschauen und sagen, lieber nicht. Das möchte ich nicht. Ja. Kaffee muss man erst einmal trinken, probieren. Und da gibt es so unterschiedliche Zubereitungsarten von, Sie wissen, Espresso, Österreich hat eine besondere Kaffeekultur. Und wenn man das aber dann einmal gekostet hat, ist man danach fast so weit, dass man sagt, ohne das kann ich fast nicht mehr leben. Es gilt aber genauso auch für Tee. Wenn ich zu Ihnen komme und Sie kennen das nicht und ich habe ein paar getrocknete Kräuter und sage, und die geben Sie jetzt ins heiße Wasser und lassen das ziehen, ist es für den ersten Moment befremdend, wenn man das nicht kennt. Aber durch das Erleben, durch das persönliche Spüren dabei, macht das genau diese Seminare so anders und auch so nachhaltig, dass man sagt, man geht da weg und wenn man sich mit dem, was man dann auch mitbekommt nach Hause, etwas beschäftigt, dann kann das ein Leben lang halten.
Es haltet sehr, sehr lange, aber es kann auch ein Leben lang halten. Und das ist der Unterschied. Man vergisst es nicht nach ein, zwei Wochen gleich wieder. Also wir sind ständig in Kontakt, wir schreiben E-Mails oder sie kommen wieder oder buchen auch ein neues Seminarthema. Und man kann dann immer auf dieser Basis aufbauen und dadurch entwickelt man da auch wie eine Art Schatz, so eine gemeinsame Beziehung, die nahe ist, aber gleichzeitig nicht zu nahe, die immer noch einen gewissen Respektabstand lässt. Und das ist das Schöne daran, also dieses Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz, das ist das Besondere.